Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem weiteren Video für euch. Heute basteln wir eine Verpackung zu Ostern. Los geht es mit einem Motiv, das ich mir ausgewählt habe. Diesmal ist das wieder ein Digi-Stempel von Paper Shelter. Ich habe es mir in relativ klein ausgedruckt und in Ovalform gekurbelt oder gestanzt. Außerdem stanze ich mir jetzt aus Aquarellpapier Tags. Die Stanze ist von Create a Smile. Ich probiere halt so wenig wie möglich Papier zu verarbeiten, deswegen habe ich gerade so ein bisschen rumprobiert. Leider war es nicht dick genug, dass man zwei nebeneinander hatte stanzen können, aber etwas versetzt ging halt. So. Meine Grundidee war es, diesen Tag als Grundform zu nehmen und mir halt ein Täschchen dazwischen zu setzen. Und ich habe das erstmal ausprobiert. Ich habe hier ein Stück Aquarellpapier wieder zurechtgeschnitten und halt erstmal auf die Breite des Tags und habe es mir dann mit meinem Prägeboard erstmal geprägt, um zu gucken, wie das dann so in etwa aussieht. Ich bin ein visueller Typ und manchmal ist es leichter, das Ganze auszutesten, anstatt das erst zu skizzieren und dann umzusetzen. Mein erster Versuch hat mir nicht gefallen. Ich habe jetzt nochmal geprägt und das Ganze jetzt bei ungefähr einem Inch, also 2,5 cm. Und da hat mir halt die Bodenfläche besser gefallen. Das heißt, wenn ich das so behalte, ist die Breite ganz angenehm. Da habe ich dann halt den zweiten Streifen in der Breite des Bodens zugeschnitten und den in etwa gleich geprägt, dass ich dann halt Kanten habe. Ich muss aber dazu sagen, das ist jetzt nicht die Endfassung, das ist jetzt einfach nur ein Probestück, damit ich mir in etwa vorstellen kann, wie das Ganze aussieht. Hier habe ich dann gemerkt, ha, mir fehlen Laschen. Ich muss das ja irgendwie zusammenkleben, also wird das halt so nicht laufen. Und ja, dann habe ich das Ganze ausgemessen, in wie groß ich das habe. Und habe mir dann das Ganze doch auf Papier gebracht. Und da sind in etwa 9,9 mal 9,9 cm. Ich meine, man hätte auch gleich direkt 10 cm nehmen können, aber ja, ich habe das halt ausprobiert und das ist das, was bei mir rauskam. Und ich habe mir gedacht, okay, dann das Ganze wieder von vorne, Quadrat auf 9,9 mal 9,9 zuschneiden und wieder bei etwa einem Inch die ganzen vier Seiten prägen. Das Board ist von Action und auch da ist es halt so, dass die Angaben in Inch sind und nicht in Zentimetern. Ich habe mir dann das Ganze nochmal in etwa halbiert und habe angefangen zuzuschneiden. Das heißt, nicht alle vier Seiten, sondern die parallel liegenden werden eingeschnitten. Und die anderen Kanten, die ergeben halt die Laschen. Ich schneide mir das etwas zurecht und natürlich das Ganze jetzt prägen, damit die Seiten sich leichter falten lassen und man muss das Ganze dann natürlich zusammenkleben. Und so gefällt mir das Ganze schon mal ganz gut. Jetzt können wir also anfangen zu kleben. Hierfür benutze ich wie immer meinen Flüssigkleber von Tonic Studios und damit das Ganze ja, sich auch sozusagen nicht auseinanderfaltet, benutze ich hier Klammern, um das Ganze etwas festzuhalten und damit der Kleber halt sehr schnell an der richtigen Stelle klebt. Dann habe ich mir überlegt, dass ich die Frontseiten gestalten möchte oder dekorieren möchte und habe mir einfach eine Schablone zu Hilfe genommen. Ich meine, die erste Schicht, das Designpapier quasi, kann ich mit der Stanzschablone aufzeichnen. Diesmal habe ich mich für die Farbe Rosa entschieden. Auf der Rückseite zeichne ich mir dann die Innenbereiche dieser Stanze ein und kann sie dann mit der Schere direkt ausschneiden. Und wenn wir schon dabei sind, können wir die Rückseite natürlich auch schöner machen. Aquarellpapier ist zwar auch nicht schlecht, aber naja, Farbe ist halt schöner. Die Form an sich ist auch nicht schwer mit der Hand auszuschneiden. Einfach mit der Schere. Wie immer, Papier wird gedreht, die Schere wird gerade gehalten. Und ich bin halt ein Typ, ich mag meine Mattung. Und hier ist die Kante mir zu dick. Das heißt, ich habe mir dann auch noch eine Schablone angefertigt, um das Ganze noch zu matten. Das heißt, hier habe ich rosa Cardstock
Ich habe dann angefangen, erst die Innenbereiche nachzuzeichnen mit etwas Rand und Lineal habe ich hier und Bleistift habe ich dann das Ganze vergrößert, ungefähr 2 mm pro Seite erweitert und habe mir das Ganze dann wieder mit der Hand oder mit der Schere ausgeschnitten. Das ist natürlich auch wieder die Rückseite, das heißt, das sieht man dann auch nicht von vorne, wenn man das aufgeklebt hat. Und so sieht das für mich zumindest schöner aus. Mit der sozusagen mit der ersten Seite kann ich das Ganze nachzeichnen. Ich habe hier auch mir noch mal einen Schmierzettel genommen und das Ganze auch quasi vorgezeichnet, damit ich fürs nächste Projekt dann auch die Schablone habe. Denn diese Verpackung wird zu Ostern verschenkt und ich habe vor, noch 7 weitere in verschiedenen pastellfarbigen Tönen nachzubasteln. Die wird wahrscheinlich oder die werden wahrscheinlich nicht so aufwendig vom Kolorieren her. Hier habt ihr auch gesehen, das Oval. Also meine Kamera ist ausgefallen, aber das Oval, was ich zum Stanzen des Digis benutzt habe, die Schablone habe ich dann auch von außen nachgezeichnet, vergrößert und damit mir halt die Mattung angefertigt. Mit dem Distress-Stempelkissen in Rosa habe ich mir dann halt auch noch ein bisschen das Motiv verschönert. Wie ihr seht, habe ich die Stanze wieder draufgesetzt und habe somit hinterher einen weißen Rand bei dem Motiv. Das Rosa ist sehr zart, also es ist fast nicht zu sehen. Ich benutze das auch, um die Kanten einzufärben und mein trockenes Feuchttuch, was ich halt am liebsten benutze. Ich mag einfach diese weißen Kanten nicht. Also beim Motiv ist das in Ordnung, das möchte ich weiß haben, aber beim Designpapier ist mir der Übergang dann zu krass. Das Ganze wird hier mit Klebestift, mein Gott, manchmal fallen mir die Wörter nicht ein, mit dem Klebestift geklebt. Auch das möchte ich hinterher noch mit der Nähmaschine vernähen. Und ihr wisst ja, doppelseitiges Klebeband und Nähmaschine verträgt sich einfach nicht. Also Klebestift ist da halt die bessere Wahl. In der Zwischenzeit hat meine Grundfläche schon getrocknet und ich kann die jetzt direkt auf meine Tags aufkleben. Ich richte das Ganze ein bisschen aus, an der Kante unten lang. Jetzt umdrehen und die andere Seite auch aufkleben. Hier habe ich das Ganze schon vorbereitet und genäht. Aus dem gleichen Set von Create a Smile habe ich mir auch einen kleinen Mini-Tag gestanzt. Einmal aus dem Designpapier in Rosa, was ich auch für die anderen Seiten oder für die Front und die Rückseite benutzt habe. Und dreimal habe ich das Ganze aus Karteikartenresten gestanzt. Ich möchte das hinterher als Anhänger benutzen und damit er halt nicht zu dünn ist, verstärke ich das Ganze und es hat dann hinterher so den Effekt wie dicke Pappe. Also es ist so stabil, das könnt ihr fast gar nicht mehr knicken. Also mit Gewalt geht es wahrscheinlich schon, aber es ist in sich halt viel robuster. Natürlich wieder mit Flüssigkleber die ganzen Schichten aufeinandersetzen. Die oberste ist das Designpapier. Ich habe das halt alles ausgerichtet. Ja, mit einem Feinliner habe ich dann frohe Ostern draufgeschrieben. Denn sind wir mal ehrlich, also wir haben nicht immer den passenden Stempel für alles. Und in der kleinen Größe ist es sowieso, finde ich, schwierig, einen schönen Stempel zu haben, beziehungsweise etwas, was einem zusagt. Und ich mag meine Handschrift und habe dann auch keine Bedenken, dann das Ganze einfach drauf loszuschreiben. Für die Rückseite habe ich meinen ja, vorgestanzten, beziehungsweise, ja, das ist so, in letzter Zeit habe ich viele Sachen selbst designt für mich im Studio, Cameo Studio Programm. Und das Ganze war jetzt auf Fotopapier ausgedruckt und mit meinem Kreisstanzer ausgestanzt. Hier steht, oh, Moment. Limited Edition mit Liebe handgestempelt von Natascha. Und das Ganze natürlich auch wieder gemattet mit einem gewellten Kreis. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch das Ganze wieder zusammensetzen.
Die Fäden sind verklebt, auf der Rückseite versteckt. Mit Flüssigkleber wird das Ganze dann mit der Box quasi verbunden. Mit Flüssigkleber, also relativ sparsam umgehen, den braucht er gar nicht so viel. Und einfach draufsetzen, bisschen drücken und ja auch warten. Jetzt kommt ja die Koloration. Auch dieses Mal habe ich mich für die Stressreinka entschieden und meinen feinen Wassertankpinsel. Wer die Koloration nicht sehen möchte, der kann jetzt vorspulen. Ich glaube, bei Minute 18 geht es dann weiter mit dem Zusammensetzen. Ich habe hier mit Grau angefangen und wie immer erstmal meinen Horizont ge gezogen, damit das Motiv halt nicht in der Luft schwebt. Gerade bei Figuren wie Menschen, Tieren und ähnlichem müsst ihr halt die Figuren erden. Also ihr könnt sie nicht einfach in der Luft freischweben lassen. Die müssen ja irgendwo drauf stehen, die werfen Schatten und so weiter und so fort. Wie immer habe ich dann auch hier erst dann den Hintergrund mit dem Hintergrund angefangen. Ich habe mich für einen Blauton entschieden und ich versuche nicht weit hinaus vom Motiv zu gehen, denn wir haben das ja vorher rosa eingefärbt und das würde sich halt mit dem Rosa mischen und das möchte ich ja nicht. Ich möchte keinen lila Hintergrund haben. Ich möchte wirklich das Bläuliche so ein bisschen, ja, wie so ein bisschen wie Schimmer und dass die Figur quasi nach vorne hebt und ja, so ein bisschen den Schatten hinter dem Motiv anzeigt. Und deswegen versuche ich immer in der Nähe des Motivs etwas dunkler zu arbeiten und nach außen hin das Ganze ein bisschen auswaschen, also heller arbeiten. Hier ist der sogenannte Schatten. Ich habe jetzt mit Grau angefangen, die rechte Seite ein bisschen noch mehr hervorzuheben bzw. dunkler zu machen, damit man halt den Schatten oder die Schattenandeutung besser sehen kann. Manchmal mache ich das nicht, manchmal schon, je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. In diesem Fall habe ich mich dafür entschieden. Und da ich schon beim Grau war, habe ich dann gedacht, ja, ich kann ja schon mal die Bereiche, die weiß wären, schattieren. Das heißt, ich lasse die meiste Fläche weiß, so wie sie war, und setze halt mit Grau nur noch die Schatten. Das ist schon mein Rosa, der hellste Ton, den ich habe. Damit habe ich die Wangen angedeutet, die Lippen, das Innere der Öhrchen, die Schürchen und auch die Schleife. Da das Ganze ja mehr rosalastig werden sollte, habe ich halt auch das Oberteil rosa eingefärbt. Und ja, jetzt geht es schon weiter mit der Hautfarbe. Hier versuche ich das relativ hell zu halten. Ich wurde darauf hingewiesen, dass meine Motive in letzter Zeit doch irgendwie sehr dunkel wurden. Und ich muss sagen, ich habe einfach die passende Distressfarbe nicht. Also ich muss die Farben, die ich habe, sehr stark verdünnen, damit sie hell bleiben. Und ja, manchmal klappt es besser, manchmal schlechter. In dem Fall bin ich eigentlich recht zufrieden. Wir fangen wie immer hell an und fangen dann danach anschließend an, etwas ja, den Schatten mehr zu deuten. Das heißt, da, wo ich denke, der Schatten wäre, intensiviere ich den Farbton. Da war kleine Pause, ich habe dann unterbrochen und keine Ahnung, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, aber ja, hier geht es mit dem zweithellsten Rosa, das ich habe, es ist mehr so ein Pink. Und damit schattiere ich meine rosa Flächen und mache halt die Akzente dann da, wo es dunkler sein sollte. Und ja, wie immer, Licht und Schatten gibt dem Ganzen Form und diese Plastizität, mein Gott, dass man das Gefühl hat, dass das Motiv ja lebt, beziehungsweise ist es nicht flach aufs Papier gebracht, sondern mit Licht und Schatten könnt ihr wirklich so viel erreichen. Die Augen habe ich blau angemalt. Da habe ich jetzt auch groß nicht mehr schattiert. Ich habe nur einen leichten Blauton angedeutet. Fürs Höschen habe ich mich dann doch wieder entschieden, bei weiß zu bleiben. Deswegen habe ich auch hier wieder mit Grau ein bisschen Schatten gesetzt und die Fläche sonst ja weiß gelassen. Zwischen dem Höschen und dem Korb war noch eine Fläche, die nicht blau war. Die habe ich also nachgemalt. Das Körbchen wird bräunlich
Auch da fange ich wie bei der Hautfarbe erstmal sehr hell an und male mir halt dann kräftiger dann die Schatten. Bei den Haaren habe ich mich auch für braun entschieden und auch da versuche ich mit Streifen quasi, mit Strichen die Form der Haare und die Struktur so ein bisschen zu imitieren. Da wird halt nicht flächig ausgemalt. Und da wir schon beim Braun sind, wird auch noch die Haut ein bisschen betont, das heißt die Schatten verstärkt. Und ja, so gehe ich eigentlich immer vor. Ich fange mit einer Farbe an und je nachdem wird das halt noch mit einer zweiten, dunkleren Farbe dann intensiviert. Ich habe da jetzt auch nicht wirklich eine Erklärung, wo ich dann Schatten vermute oder wie ich das sehe. Es ist einfach so, keine Ahnung, es geht nach Gefühl. Da habe ich einen braunen Punkt gesetzt. Mein Pinsel ist langsam, ich sag mal, reif zum Austauschen. Das ist so ein einziges Härchen, was immer absteht. Ich glaube, ich soll es einfach mal abschneiden. Und da setzt mir halt gerne mal irgendwo Punkte, die ich nicht haben möchte. Für die Eier habe ich dann auch überwiegend mit Rosa gearbeitet. Ich wollte halt nicht zu bunt arbeiten in diesem Fall. Ich wollte das halt mit dem ganzen, also ja, ich weiß auch nicht, monoton oder monochrom, das ist irgendwie im Moment so meins. Und ja, Farbe braun, grau, weiß und schwarz sind so neutral, die kann man halt mit allen anderen Farben kombinieren. Und in dem Fall ist das wirklich so, dass hier bis auf das Blau und Rosa eigentlich nicht wirklich viel Farbe zu sehen ist. Das müsste jetzt schon schwarz sein. Das heißt, wir sind jetzt wirklich beim letzten Punkt mehr oder weniger angekommen. Das heißt, ich betone noch am kräftigsten die Stellen, wo ich denke, da sitzt der Schatten am meisten. Oder da wirft die Kleidung halt am meisten Schatten. So in der Form kann man das erklären. Und das Ganze wird auch überall ein bisschen verstärkt. Die Haare waren mir auch noch nicht dunkel genug und dann habe ich dann halt auch mit Braun weitergearbeitet. So. Und die Wangen nochmal nachgemalt, weil irgendwie ab und zu ist das so, dass die Farbe doch ein bisschen blasser wird. Für die Augen wieder meinen schwarzen Fineliner rausgeholt und meinen weißen Gelstift. Auch die Wangen werden mit dem Gelstift punktiert. Hier ist mein Schimmer Nouveau Pinsel. Damit habe ich dann halt kleine Akzente gesetzt. So, das war jetzt Negan. Das habe ich einfach in meine Fingerchen ge gewickelt. Und die werden halt als Deko mit auf meine Boxen gebracht. Für die Rückseite wird einfach das Ganze aufgelegt. Und mein, ja, Stempel, kann man sagen, wird dann jetzt mit Abstandklebeband aufgeklebt. Und natürlich immer, wie immer, Flüssigkleber. Dieser gibt mir etwas Zeit, um das Ganze noch bewegen zu können, aber auch die Sicherheit, dass das Ganze dann halt auch wirklich fest bleibt. Für die Vorderseite benutze ich das Ganze auch nochmal. Das heißt, Negan einfach um die Finger wickeln und so eine Art Schlaufe bilden. Die mache ich sogar zweimal. Ist jetzt leider nicht im Bild. Das Motiv habe ich auch mit Abstandsklebeband von der Rückseite beklebt, die Trägerfolie abgeschnitten und gleich wird natürlich wieder Flüssigkleber drüber gehen. Wie ihr seht, habe ich das immer noch ein bisschen also bewegen können. Mit Druck natürlich alles befestigen. Und da sind wir ja so ziemlich durch. Es fehlt nur noch ein ganz kleines bisschen. Ich habe für den Verschluss Bäckertwein ausgewählt. Und ja, das war jetzt nicht im Bild. Ich habe eigentlich aus Zellophan was mir zurecht machen wollen für die Schokolade. Ich habe leider keins mehr im Haus gehabt. Das war jetzt einfach eine Verpackung von einem Stempel. Die habe ich abgeschnitten und da die Süßigkeiten reingepackt. Und oben dann das Ganze mit
im Bäckertwein verbunden. Und wie ihr seht, durch die zwei Schlaufen der Vorder- und Rückseiten habe ich jetzt das längere Stück Bäckertwein gezogen, geknotet. Jetzt kommt der Anhänger dazu und ich habe mich für einen Charm entschieden, das so ein Kreuz darstellt. Und das Ganze wird jetzt nur noch mit Schmucksteinen dekoriert und dann sind wir tatsächlich durch. Ich konnte mich erst nicht entscheiden, welche Steinchen ich nehme. Und ja, das Ganze wird auch wieder mit Flüssigkleber aufgeklebt. Die sind eigentlich selbstklebend, aber ich vertraue dem Kleber nicht wirklich. Deswegen immer noch Punkte mit Flüssigkleber setzen, da wo ich die haben möchte. Da sind jetzt Schmucksteine vom Action und ich meine auch, die größeren sind vom Teddy oder Kick. Ich weiß es nicht genau. Das ist halt, man sammelt über die Jahre so viel an. Und ja, wir sind jetzt soweit fertig. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Durchhalten bis zum Ende und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.